heute mal wieder Movie von uns. Ja. Und du hast es schick gemacht. Papa. Naja. Gefällt's dir? Hier. Das ist Butter. Ist Papa seine Kette heute Nacht kaputt gegangen? Deswegen die Papa hergelegt. Und dann macht der Butter bestimmt wieder ganz, ne? Nein. Ansonsten, alles schick? Wir haben es. 10 Fuß. Oh, warte mal, das geht nicht hier. Lass Papa mal ruhig hinsetzen. Da war kein Sonst. So, also. Wie gesagt, die nächsten Tage ohne Gimbel. Mir fällt bald der Arm ab nach einer Minute. Aber nicht so schlimm. Die Lara ist an sich ja ganz entspannt. Alles schick. Man scheint sich wieder vertragen zu haben. Ich weiß nicht, die Schwägerin und meine Frau, die waren gerade einkaufen. Auf dem Markt, das ist wahrscheinlich für den Marktverkauf nachher. Da sind ja das Grünzeug, Pilze oder was, das sind Sojabohnen, Tomaten und dann wird das ja hier zubereitet. Die haben kaum ausgepackt und fangen aber schon an. Die haben die Tüte hingelegt, aber die arbeiten schon. Und ihr seht das wieder typisch, ne? Von den Zwiebeln, die Schalen. Ja gut, das könnte man noch lassen, dass man das in den Fluss schmeißt. Ja, und oh, das ist alles wie ein Mädchen. Hä? Die machen doch nur Geigel, macht das wieder raus. Ja, aber das soll dir Papa helfen. So, ja, ja, dann lass es doch nicht mit dir machen. Ja, ich würde sagen, wir halten auch noch mal drauf, wenn sie voll im Arbeiten sind und ansonsten. Mama? Naja, habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt mit dem Gimbel. Ist halt so jetzt, müssen wir durch. Ich werde die Tage schon mal im Internet gucken, was da einer kostet. Also war es ja mit der Kamera damals, und zwar war es ja mit der Kamera so. Ich wollte eine Kamera kaufen. Ich wollte eine Kamera kaufen. Komm, wir gehen lieber rein. Also ich wollte damals eine Kamera kaufen in Pattaya. Und zwar von Logitech. Und da war ich ja in mehreren Läden. Und da war ja das Problem damals, die wollten sie unbedingt nicht aus der Verpackung geben. Da war ich im Terminal 21, im Zentral und noch irgendwo. Es gibt drei große Läden, wo die Logitech verkauft werden, wo man vielleicht noch Garantie kriegt. Wo man vielleicht noch Garantie kriegt, ein Jahr. Aber ich durfte die Kameras nie öffnen. Und die haben, glaube ich, damals 3.500 Baht gekostet. Und zum Schluss habe ich sie im Internet gekriegt für 2.500, glaube ich. Also, alles schick, alles schön. Wir gehen in die Werbung. Jetzt? Ja. Sofort? Ja, sofort. Ganz, ganz sofort? Ja. Dann ganz sofort. So what you talk? I eat 7 days. Yeah. You want I eat 7 days? It is now. Pack now. It only pack no only more. Pack no more. And after? You sleep and handsome man. I sleep handsome man. How long I sleep? I think long time. Salim. Ah, slim. You think I'm fat boy?
Ha? Fat Girl, oh, Fat Boy. Ah, also, Sie arbeiten hier fleißig. Ihr seht ja, meine Frau schneidet Back. Ich bin zur geistigen Unterstützung hier. I talk for people, I help you for someone, okay? Mhm. Ansonsten, die letzten Tage regnet es ganz schön viel. Der Wasserstand, wir können ja mal rausgucken. Denke ich mal so, hier vorher hat man ja Land gesehen, hier, ne, wo das Essen lag. Hier kocht ein anderer Grad, sieht man es. Ansonsten würde ich sagen, schon so einen Meter höher. Tja, oder einen halben Meter. Ja, es regnet halt jeden Tag und immer zur selben Uhrzeit zur Zeit. Und zwar, wenn ich schwitzen will, meistens fängt es an. Also so um sechs, halb sieben. Und ja. Irgendwann nachts hört es dann wieder auf. Ansonsten ist ja alles beim Alten, alles schick. Wir werden wahrscheinlich die nächste Zeit wieder nach Pattaya fahren, allein um den Gimbal zu holen, um zu gucken, ob der Computer noch da ist. Wir wissen noch nicht genau wann, also ich kriege Besuch am 7. Heute schreiben wir den 31. oder den 1. Oh. Den 1. Juni. Ja. Also bleiben wir noch die nächste Woche hier, aber ihr werdet das ja alles sehen. Alleine hier, als Salt. Ja? Salz? Ja. So grobkörnig. So, also ich würde sagen, ich bin ja fehl am Platz, ich schmeiße alles um. Otto guckt auch gerade noch ein bisschen. You go with Otto for market, Alan. Go and go. Take him back a little bit. Not have for seed so much. Ah, also wir müssen dann nochmal auf den Markt. This market, not say market before, you know, and big bot. When you not make here, and yeah, you not do, not have here for work, for yeah, cooking, not yeah, have for here, yeah, 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 not want to be inside, and go, go, go. But I think up number, up tomorrow, no with mask. And this, no one. Ah, also, also es ist so wie ergabt, es ist keine Maskenpflicht, aber der Besitzer des Geländes oder des Geschäftes kann selber entscheiden, ob er Maske macht oder nicht. Ich habe es gerade gehört. Auf der anderen Seite finde ich es ja auch sehr angenehm, dass die ein bisschen auf Hygiene achten. Das war heute der Witz des Tages, oder? Ah, nee, Witz des Tages machen wir jetzt. Bis gleich. Was macht ein arbeitsloser Schauspieler? Spielt keine Rolle. So schlecht war der. Oh. So, hier ist er wieder. Und zwar, die sind ja noch fleißig am Arbeiten hier. Und ich werde das Movie zurechtschneiden. Dann sagen wir bye-bye. 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 Oh, Alter, bye-bye gesagt. Also, in dem Sinne würde ich... ging nicht um mich. Also in dem Sinne würde ich sagen, ohne Worte, ansonsten würde ich sagen, bleibt mir ja gesund, bleibt mir ja treu und werdet alle glücklich. Bis dahin, bye bye.